Am 20. Juli war die sächsische Ministerin für Kultur und Tourismus Barbara Klepsch im Erzgebirge unterwegs. Dabei ging es um eines ihrer Hauptthemen, den Tourismus. Nach ihrem ersten Stopp in Holzau fand der zweite Termin in Seida statt. Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen, Frau Ministerin. Es freut uns natürlich besonders, dass Sie jetzt hier als eine der sehr Ranghohen bei uns wenigstens mal kurz da sind. Und es war natürlich auch sehr schön, dass wir da ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen. Wir kooperieren mit der Jugendherberge und da freuen wir uns immer, den Jugendlichen das Alte nahe zu bringen. Wir machen aber auch Vorträge jedes Vierteljahr über das Thema. Oder eine Buchlesung hat auch schon stattgefunden. Und der Raum wurde vor kurzem erst mit Fördermitteln umgestaltet. Also jetzt haben wir einheitliche Stühle, vorher über uns gemischt. Ja. Und es wird sehr gut angenommen. Und das ist immer unser Startpunkt, in dem wir dann durchs Haus gehen. Am Heimatmuseum übergab sie nach einem Rundgang in der umfangreichen Sammlung von Informationen und Alltagsgegenständen mehrerer Epochen aus dem Leben in und um Seida das erneute Zertifikat staatlich anerkannter Erholungsort. Seida und Friedebach, das sind ja die beiden Gemeindeteile, die als Erholungsort die Zertifizierung wiederbekommen oder Zertifizierung bekommen, hat ganz viel damit zu tun, dass in den letzten Jahren hier unheimlich viel entstanden ist. So, und das kann, da braucht man immer einen guten Kopf dazu. Man braucht aber auch Gemeinderäte, die das Thema Tourismus, Erholung für sich als einen ganz wichtigen Schwerpunkt für den Ort erkennen. Und ich sage immer, Tourismus ist nicht so eine Zugabe oder was Nettes, was so eine Gemeinde machen kann. Für mich ist Tourismus immer so ein Stück Anker für weitere Wirtschaftsansiedlungen. Und deswegen wirklich ein großes Kompliment und ein großes Dankeschön. Das braucht den Kopf vorn dran, das braucht die Gemeinderäte und das braucht, wie man hier sieht, ganz, ganz viel ehrenamtliches Engagement. Hier ist die Anerkennungsurkunde als zum Kur- und Erholungsort im Freistaat Sachsen, Seida und Friedebach. Und ich wünsche alles Gute, viel Erfolg weiterhin und danke für dieses großartige Engagement. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie hier Zeit gefunden haben, zu uns zu kommen. Und ich muss auch sagen, wir nehmen die Herausforderung an, weiterhin das mit Leben zu erfüllen, dass Erholungsort bleibt und weiterhin auch die Leute gern zu uns kommen. Und das schaffen, wie gesagt, wie Sie schon sagten, nur mit ehrenamtlicher Hilfe und viel Einsatz von den Stadträten und von den Bürgern. Die Stadt und der Ortsteil Friedebach haben dieses Zertifikat für die Ausrichtung als Erholungsort mit der Verbindung zu Kunst und Kultur, zum Beispiel dem Seidaer Malerweg, erneut erhalten. Im Anschluss führte der Besuch auf die Erzalm im benachbarten Kurort Seifen. Dort hat kürzlich die Familie Lorenz Seifen um ein Kleinod bereichert. Die Ferienwohnungen mit Sauna und ansprechender, uriger, aber dennoch moderner Einrichtung sollen vor allem Familien in den Spielzeugwinkel ziehen. Nun habt ihr aber auch etwas mit Anspruch geschaffen, den ihr sicherlich selber habt. Also das, was hier entstanden ist, das kann sich durchaus ja sehen lassen. War das euer Anspruch, da schon was Besonderes zu liefern? Auf jeden Fall. Wir hatten eine kleine Analyse am Anfang der Planung gemacht, was ist denn eigentlich in der Region vorhanden oder was würde noch gebraucht werden und wollten eigentlich auch so ein kleines Alleinstellungsmerkmal dadurch schaffen. Und ich denke, das ist uns auch mit unserer Anlage und unseren Wohnungen sehr gut gelungen. Wir wollten halt auch gerne unser Konzept für Familien gut durchziehen und dadurch haben wir uns auch bewusst für das Konzept, was wir jetzt da geboten haben, entschieden und ist auch das umgesetzt quasi. Der Ausblick auf die Seifener Kirche, den Schwartenberg und den Kurort selbst hat auch die aus Annaberg stammende Barbara Klepsch genossen. Also ich bin erstmal total begeistert, weil das Erzgebirge ist natürlich immer eine Reise wert, das wissen wir. Aber das, was jetzt gerade auch hier in Seifen entstanden ist, und jetzt stehe ich ja gerade hier mit Blick auf die Seifener Kirche, ist schon also wirklich fantastisch. Das hat wirklich Leuchtturmfunktion. Hier sind unglaublich tolle Ferienwohnungen entstanden. Erzalm, ein, glaube ich, auch sehr interessanter Name dafür gewählt. Und ich kann nur ein großes Kompliment der jungen Familie sagen, mit wie viel Mut man hier rangegangen ist und wie unglaublich toll gestaltet und liebevoll diese Ferienwohnungen sind. So, und natürlich in Seida, das Heimatmuseum, ist, glaube ich, auch so ein kleiner Geheimtipp.
ganz liebevoll von Ehrenamtlichen gestaltet, begleitet. Und so könnte ich, glaube ich, noch ganz viel aufzählen. Das Erzgebirge kann nach wie vor touristisch punkten. Mit bewährten und gänzlich neuen Konzepten wird die Region bereichert.